34 Schaden, Mensch. Dafür kann der aber auch zaubern. Ach du meine Güte. Ist ja gar nichts von meinem HP übrig. Schon wieder. Oh Mann. Das war zu früh. Wie gut, dass Zauberer nichts aushalten. Yeah. Immer noch ein Draufgänger. Und 3 HP. Dazu ein Botenstock, Agares Heilsreif, ein Siegel für einen Transportschacht, ein Mana-Serum und ein Kraut des Druiden. Und das Kraut. Oh. Die bösen Gedanken von Lich sprechen zu Ashley. Ashley hat den Zauber teleportieren gelernt. Cool. Kann ich jetzt theoretisch lauter verrückte Sachen machen? Ja, MP Plus benutzen. Hoffentlich ein ordentlicher Wert. Nicht noch nichts. Naja, immerhin 2. So, MP sind voll. Voll, voll, voll. Da sind ja wieder die kleinen Puppen. Die mir einfach ausweichen. Und mich stumm machen. Das Türchen zu. Wir müssen also hier rein. Oh, und ich bin stumm.
Na, ich bin mutig und versuch's trotzdem. Ah, es hat aufgehört. Oh, na super. Er ist wieder da. Wieder zu früh. Nicht getroffen. Toll. 160. Also, jetzt darf ich den ganzen Krempel nochmal machen. Bäh. Wer rechnet denn noch so viel Schaden? Ach, er zaubert wieder. Ich bin zu weit gelaufen. Ey, ich will da hoch. Volle Nervensäge. Keine Chance, da hochzukommen. Sterbe ich bestimmt gleich nochmal. Das nochmal. Das stimmt ja im Kampfmodus, halt man ein bisschen mehr. Wie ordentlich mehr. So,
das ist wieder der Typ, der nicht stumm werden will. Da laufe ich einfach dran vorbei. Und nach unten. So, jetzt noch einmal. Hoffentlich mit ohne Sterben. Aber im Armviertel ist es immer gefährlich. Dann heile ich mich halt so. Rüstmeter noch nach unten. Dann wieder zur Harpie. Leider nicht überspringen. Ab hier weg. Das ging einfach. So, dann zum Todesengel. Ich kann ja eigentlich schon gleich den Zauber benutzen. So, Waffe raus. Gegner da. Gegner weg. Glück hat er nicht viel Leben. Ein MP, wow.